Hallo und schön, dass du der Top Edition 133 eingeschaltet hast. In der letzten Sendung haben wir dir ja den ersten, zweiten und dritten Platzierten von jeder Kategorie im Star Wars 2015 vorgestellt. Und die haben alle schon recht gut können singen. In dieser Sendung haben wir dir jetzt aber versprochen, dass wir den grossen Grand Prix-Gewinner zeigen. Viel Spass! Hello everyone. My name is Moa Lindberg. I'm 16 years old and I come from Sweden. I'm very happy to be here. Lucan is pretty awesome. And to meet my old and new friends. And tonight I'm gonna sing Hurt by Christina Aguilera. Moa Lindberg dalla Svezia, più alta di me, ovviamente. Senza tacchi. 16 anni, ha vinto numerosi concorsi canori internazionali. Ci canta Hurt di Christina Aguilera. Moa! Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Oh, oh. And I would hold you in my arms. I would take the pain away. I feel broke inside, but I won't admit. Sometimes I just wanna hide, cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh, oh. But I hurt you.
Thank you. Thank you. The winner is... Yeah, I feel really happy, and I feel really happy to be here at first because I met Ileni and Ambra 2010 in Romania, and I haven't met them in 5 years. So I met them here again, and I won, and everything. It's just really funny. Yeah, really happy. I got the message from Yvette, and they sent me here, and yeah, I just wanted to be here, so yeah, I got here. I will probably maybe get an album or something, maybe show myself from a bigger audience or something, and yeah, make people happy about my singing. I started in young ages. My family are very into music and singing, so yeah, I just started to sing, and then I started to compete when I was 8, taking some singing lessons when I was 6, and then yeah. So yeah, I've been competing a lot, and yeah, I like it. Star Boys, Star Boys. Nicht weit weg vom Singen sind ja momentan auch die Politiker. Darum gehen wir jetzt vom Gesang in die Politik. Es fällt ja auf, dass sehr wenig junge Erwachsene gehen abstimmen. Darum versuchen momentan viele politische Parteien, die Stimmen von ihren jungen Wählern zu bekommen. Obwohl diese Bemühungen, sieht es nicht so aus, als würden viel mehr junge Erwachsene abstimmen. Obwohl sie eigentlich die Zukunft der Schweiz mitverändern könnten. Was das für Gründe hat und welches das die wichtigsten sind, haben wir herausgefunden. Demokratie und Wahlen. Zwei Sachen, die unzertrennlich sind. Doch obwohl die Wahlen unseren ganzen Alltag beeinflussen können, geht nur jede zweite stimmberechtigte Schweizer wählen. Die Schuld wird dabei gerne auf die jungen Erwachsenen geschoben, die laut Meinungen sich zu wenig an den Wahlen beteiligen. Entspricht das aber der Wahrheit? Videogang wollte es wissen, darum haben wir die Jungen gefragt, ob sie wählen oder wählen würden. Ja, ich glaube schon, also wenn es ein Thema ist, das mich interessiert und ich etwas dazu weiss, dann schon. Vielleicht, ja. Ja, denkst du schon? Ja, sicher ja. Ich auch, ja. Doch, doch. Und aus welchem Grund gehen sie wählen? Ja, weil wir jetzt in der Schule gelernt haben, wir sollten das eigentlich machen. Weil ich finde, dass auch die Jungen sich für die Politik interessieren und sich einsetzen sollen. Die Menschheit hat jetzt wirklich Jahrhunderte für Demokratie gearbeitet und wir in der Schweiz haben die Chance. Und von dem her, es ist sehr wertvoll, seinen Beitrag zu leisten. Was könnte denn die jungen Erwachsenen davon abhalten, wählen zu gehen? Also entweder sind sie nicht so interessiert daran oder sie wissen nicht genau, wen sie wählen sollten. Weil häufig grössere Probleme für die Leute herum sind. Ja, ich finde, also Jugendliche vielleicht finden sie es nicht so wichtig. Es ist ja ziemlich kompliziert und immer dem nachgehen, was jetzt eben gerade so läuft. Und woran glauben die erfahrenen Wähler, an was das es liegen könnte? Ich denke, die beschäftigen sich mehr mit anderen Themen. Das ist eine gute Frage, das habe ich mich auch schon gefragt. Ich denke, die Erreichbarkeit und die Möglichkeit, um zu wählen, sollte eigentlich nicht das Problem sein. In meinem Umfeld kenne ich viele junge Leute, die eigentlich sehr informiert sind über Politik und sie sich auch engagieren. Um die Meinung eines Experten einzufangen, haben wir den Matthias Maurer, ehrenamtlichen Mitarbeiter der Politorganisation Vimentis, die gleiche Frage gestellt. Einerseits ist der Prozess zum Wählen viel zu komplex. Also ich sitze zu Hause hin, und ich habe ein riesen Bündel Blätter, die ich alles durchlesen muss, um rauszukommen, um zu wissen, was ich überhaupt machen muss. Und da kommen die Jugendlichen einfach nicht genug einfach dran. Das Interesse der potenziellen Wähler zu wecken, wird bestimmt nicht einfach. Darum haben wir auf der Strasse nach Vorschlägen gefragt. Wenn man es schafft, das in die Bildung einzuweben, dann kann man auch mehr Leute motivieren, um sich so Fragen zu stellen. Doris Leuthard haben sie mal irgendwie besuchen und mit der darüber reden. Aber ja, vielleicht dadurch. Und auf was für eine Idee sind unsere erfahrenen Wähler gekommen?
Ja, allenfalls hättet ihr vielleicht eine Möglichkeit, zum Beispiel solche Themen vermehrt aufzunehmen, Jugendsender oder Jugendzeitschriften, das mehr zu thematisieren. Also auch durch Medien, auch durch zusammen Podium, Diskussionen und verschiedene Veranstaltungen. Also dem jeder mal selber mehr Interesse zeigt und von sich aus anfängt, sich mehr mit der Politik zu beschäftigen und zu befassen, das ist, denke ich, der einzige Weg. Also ich glaube, das Wichtigste, um junge Leute wieder zum Wählen zu animieren, ist, dass man Politik an die Jungen anträgt. Das heisst, die Information über Abstimmungen und über das Wählen muss auf Facebook vorhanden sein. Es muss schnell, es muss einfach verständlich sein und es muss dort sein, wo Junge auch hingehen. Ein Weg, wie Schaffhausen das versucht zu umsetzen, ist, indem sie Bussen einführen für das Nicht-Ausfüllen des Wahlzettels. Ob das wohl eine Lösung wäre? Ich denke, jeder selber können entscheiden, ob er jetzt wählen oder nicht. Schlussendlich ist es ja ein Recht, das man hat, und ein Privileg und nicht unbedingt eine Pflicht. Ja, das finde ich nicht gut, weil es gibt ja immer Leute, die sich enthalten wollen. Das finde ich blöd. Weil wenn man nachher einfach irgendetwas wählt, dann ist sie auch nicht so, wie die Schweiz denkt. Und wenn man nicht wählt, dann ist man wie selber schuld. Nein, gar nicht. Nein, das ist wieder eine Reglementierung. Und Bussen, da, wenn ich nur das Wort Bussen schon höre, finde ich eine Frechheit. Wir sind in der freien Schweiz und haben freie Gedanken. Und so soll es auch sein. Bussen für etwas zu verteilen und obligatorisch machen. Ich denke einfach nicht, dass das sinnvolle Ergebnisse gibt. Das ist zu primitiv eigentlich, weil es handelt sich schlussendlich an unsere Interesse. Als Bürger? Pauschal gesagt nein. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn jemand abstimmen geht, ohne dass er genau weiss, was er sagen will. Das ist eigentlich nicht die Idee einer Demokratie. Wenn man es aber wie Schaffhausen macht, mit kleinen Beträgen und man die Möglichkeit hat, auf dem Wahlzettel zu sagen, dass man nicht weiss, wer man wählen will, dann denke ich, könnte es eine gute Idee sein. Aber es ist wichtig, dass man nicht muss Ja oder Nein sagen. Doch wie sollte man wählen, wenn man nicht einmal ausreichend über das Politische jetzt Bescheid weiss? Optionen gibt es aber ausreichend. Also von Medien, von der Gesellschaft her und durch Selbstteilnahme in den aktiven Leben, das ist das alles. Ich informiere mich hauptsächlich aus Zeitungen oder Nachrichten, also Sendungen. Also ich schaue regelmässig Arena. Das gefällt mir gut, die Diskussion. Ich habe auch sehr gerne Diskussionsrunden. Jetzt, wir bei Vimentis zum Beispiel haben ein Wahlentool, wo man sich selber einen Fragebogen ausfüllen und sich an dem orientieren, ungefähr, wo man stehen könnte. Das hilft sicher sehr viel. Und sonst in Diskussionen mit Kollegen. Man muss darüber reden, damit man wirklich wissen kann, wo man steht. Falls dir das nicht langt, hat Vimentis ein Aufklärungsvideo gemacht, wo man dir zeigt, wie man richtig abstimmt. Fazit ist, dass laut Meinungen doch mehr junge Erwachsene wählen gehen. Natürlich gibt es auch immer noch viele, die nicht wählen gehen. Wer nicht will, muss natürlich auch nicht. Doch beklagen darf man sich dann auch nicht. Jetzt gehen wir im gleichen Themenbereich weiter, von ernst auf witzig. Und zwar in unserem Videogag. Dort haben wir wissen, wer Jacobo Müller weiterhin als Bundespräsident wird wählen und haben dafür wirklich ein paar strange Antworten bekommen. Am 18. Oktober sind die Wahlen für den Nationalrat, Bundesrat und den Bundespräsident. Würdest du einen von den neuen Politikern wählen, die du überall auf den Werbeplakaten siehst, oder würdest du auf den Jacobo Müller neu wählen als Bundespräsident? Ich würde gar niemanden wählen, weil es mich eigentlich wirklich nicht interessiert. Jacobo Müller? Ja. Würdest du ihn wieder wählen? Ja. Jacobo Müller nicht. Wieso nicht? Er ist mir nicht sympathisch. Was macht ihn nicht sympathisch? Die Art und Weise. Also liegt es an seiner TV-Show, die er hat, oder? Ich habe meine Vorstellungen schon. Zum Jacobo Müller? Nein, von anderen Politikern. Darum kommt er gar nicht ins Rennen bei mir. Ja, schon jeder Jacobo Müller. Ich würde ihn nochmal wählen, ja. Einfach weil er schon 4 Jahre dabei ist und Ahnung hat? Ja, weil er es einfach noch versteht, ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, je nachdem, wer mich besser anspricht. Würdest du ihn einfach wählen, weil er halt schon dabei ist und Ahnung hat von Politik? Ja, er ist so erfahren. Und was ist deine Meinung? Das interessiert mich nicht. Jacobo Müller wäre sicher einmal eine erfrischende Alternative. Ja, sicher Jacobo Müller. Er ist ein lustiger Sieg halt. Ich habe ihn gern, die anderen keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht so gut aus.
Also Jacobo Müller ist ja nie jetzt irgendwie im Rat gewesen oder so. Also irgendwie macht die Frage keinen Sinn. Für die, die den Durchblick jetzt immer noch nicht haben, weder der Jacobo noch der Müller sind jemals Bundespräsident gewesen und haben es in nächster Zeit auch nicht vor. Wenn du mal eine Sendung verpasst hast, ist das kein Problem. Du kannst dich nämlich jederzeit auf YouTube wieder anschauen. Dazu jetzt eine kurze Info. Kennst du die neue Webseite von der Videogang schon? Besuch uns jetzt unter www.videogang.ch und entdecke die Videogang vollkommen neu. Auf der Seite Sendung findest du immer Infos zu den aktuellsten Sendungen. Hast du eine verpasst? Kein Problem. Im Archiv findest du alle von den letzten Jahren online, wo du sie direkt schauen kannst. Die aktuell findest du fast täglich neue und informative Beiträge, die du auch interaktiv mitbestimmen kannst, indem du an einer Abstimmung teilnimmst oder einen Kommentar schreibst. Lies die Beschreibung über uns oder durchforsch die einzigartige Geschichte von rund 17 Jahren Videogang. Hast du eine zündende Idee? Dann schreib uns doch direkt im Online-Formular oder per Mail. Wenn du die Sendung aktiv mitgestalten willst, mit Fotografieren, Filmen, Moderieren oder Schneiden, melde dich an auf Mitwirken. Das und vieles mehr ist videogang.ch. Also, worauf wartest du noch? Gehst du per Zufall mit deiner Klasse an deine erste Berufsmesse in Zürich oder an die CeBIT in Luzern, dann informiert dein Lehrer, dass man sich bei uns online anmelden kann für ein grosses Wissensspiel an der Berufsmesse, um dort dann grosse Preise abzustauben. Das mit deiner ganzen Klasse. Das war es jetzt mit der heutigen Top Edition 133. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann, wenn es heisst, Videogang!